da haben wir es geschafft. Uff, ja, anstrengende Fahrt gewesen, aber wir haben es geschafft. Keine längeren Staus. Jetzt sind wir hier. Wir haben unser Hotelzimmer. Es sieht etwas chaotisch aus. Das zeige ich jetzt mal besser nicht. Ein kleines bisschen. Ja, aber wir haben uns fertig gemacht. Wir haben die Badges. Ja, wir haben uns fertig gemacht. Ey! Ja, genau. Gut, dass ihr nicht dabei gewesen seid. So, dann schnappen wir uns die Badges, nehmen unseren Schlüssel und dann wollen wir mal ein bisschen rumlaufen. Also wie man hört, hier haben welche Spaß. Überall. Ganz normales Zimmer. Ja, genau. Und nein, der Dance ist das nicht. Das ist eine Room Party. Das ist eine Floor Party. Ja, ah, hier ist einer. Ja, wir haben nicht lange warten müssen. Nett hier, aber waren Sie schon mal da? Darüber die Aubergine finde ich super. Die Aubergine, ja. Oh, dann schauen wir mal. Wir haben das natürlich noch mit dem Mikrofon noch nicht ausprobiert. Aber ich denke mal, die normale Akustik wird auch mal gehen. Also hinten wäre Fur Dance. Wir können aber auch mal nach unten gehen. Da ist ja die Open Stage. Ich kann raus.
schon ein bisschen aufgeteilt. Draußen sind auch ein paar. Ich merke auch, wie blau das Bild aussieht. Das ist nur im Kunstlicht, das ist echt schwierig. Welches Farbgefühl stellt es ein? Ne? Sieht schon cool aus. Ja, ich kenne das nur mit so, also mit Durchimpfung habe ich das auch schon gesehen, also durch so brennende Kugeln hatten. Aber das ist natürlich weniger aber gefährlich mit Brandblasen. Hm. Charity gibt es natürlich auch. Ich kann auch noch mal ansprechen, weil man ja Zeit hat. Ja, gut, wollen wir schon mal hochgehen? Ja. Ich hab ein bisschen ausgesetzt, ich hab ein paar. Ein bisschen schon, ja.
Na? Wie seid ihr jetzt Vogel? Oh! Geht auch gut. You see triple now. Six blue ones. Ihr habt alle so hart dieselbe Farbe, ne? Ja, richtig, ja. Avalon. Ja, ah, ja. Blau, blau. Ah, tatsächlich, ja. Das ist wirklich alles so ziemlich dasselbe Blau. Ich hoffe Habt so. Habt ihr euch abgesprochen? Ich hoffe so. Das gibt's doch nicht. Das gleiche? Das ist aber nicht dasselbe Weiß. Und ihr heißt alle Avalon, Alter. Wusstet ihr voneinander? Multiversum. Multiversum. Absicht. Ernsthaft? Das sind dreimal ich. Jeder seinen eigenen Zuzug hat, nur so ein Zufall. Nein, das war der da, EF17, EF819 und das ist EF24. Ja, mach mal, es wird sich. Ich hab's euch gesehen laut. Ja, ist ziemlich laut, aber rechts sind Sollte es gut. Oh, wundert mich, dass ich nicht nur auf meinen Unternehmen habe. Ja. Kann ich ja gehört zu tragen. Hab ich noch nie. Dieses Christoph. Es ist eigentlich ein Fossage-Topper. Ein Kochtor. Ui, gib mir Geld. Hat's gesagt? Fossage-Topper. Oh, hello. Hi. I'm loud. Tasty! Nein, das gute Wasser! Ja, es ist hier ganz schön was los. Also, passt es? Sehr gut. Ja, wir sind jetzt schon einmal rumgewandert. Wir sind beim Karaoke gewesen, haben natürlich nicht mitgesungen. Das würde ich euch so oder so ersparen. Und ja, und die Party, die unten war so unglaublich laut und die haben keine Ohrstöpsel da verteilt. Sollte man sich auf jeden Fall aufheben. Das wäre auf jeden Fall gut. Also so unten von der First Hill Branch, da kann man sich nicht aufhalten, das ist einfach zu laut. Aber vielleicht ändert sich das noch oder man nimmt leider den Gehörsch runter. Ja, das war jedenfalls die erste Runde. Wir haben jetzt, glaube ich, alles einmal so ein bisschen abgeklappert. Und dann schauen wir mal weiter, wie es noch so wird. Ich mache erstmal die Kamera aus und mal gucken, ob wir uns heute nochmal melden. Mal gucken, wie viele Leute noch solche Sticker haben. Den ganzen Tag über habe ich fast nichts aufgenommen. Ja, deswegen. Schlechter Vlogger. Ja, ich bin ein schlechter Vlogger, ich kann das nicht. Egal. Aber wir nehmen euch jetzt nochmal auf eine schöne Runde. Schlüssel haben wir in der Tasche, Kamera ist da vorne, Handy habe ich hier. Wo? Hä? Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. So, dann wollen wir mal. Achso, genau, wir haben das Wichtigste vergessen. Bevor das noch irgendwann mal vergessen wird, dieses Schild hier, da mussten wir sofort an Kevin denken. Boah, guck mal, wenn die sich schon so hinstellen. So, warte, ich mal kurz. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie nicht viel anders. Wir können noch mal kurz draußen einen kleinen Bogen machen. Ich glaube, da draußen ist gerade auch ein bisschen was los. Hier ist Star Wars eingeläutet. Puh, frische Luft draußen. Ganz schön kühl. Leider ist mein Handy Akku lassen.
Keine Powerbank dabei. Ach, das war, wenn man heute genug Akku hat. Also. Wenn noch einer nur ein Handy dabei hätte. Ja. Das Kopf ist auch schön. Ja. Immer Kameramänner filmen, ganz wichtig. Gut, das. Nein, ich passt ganz gut. Ich war genau der richtige Moment. So. Kein Gap. Hallo. Ach, guck mal, wen wir hier wieder aufgetrieben haben. Wir haben uns gar nicht bemerkt. Nee, aber das ist halt auch schwierig. Also. Ja, wie man sieht hier Infla und so. Ne? Man macht sich gar nicht so begreiflich, wie groß die sind. Ich muss schon echt ein paar Schritte zurückgehen, obwohl wir echt weitwinklig unterwegs sind. Man sieht es an der Decke, wie hoch das ist. Die sind richtig groß. Bei der EF war es nicht mal die Hälfte. Das waren weniger. Auch gut mit dem kleinen Ring da drüber. Ja, tut dir keinen Zwang an. Bitte nur provisorisch. Ja, lass mal drauf. Das ist ja cool. Das, vor allem das ist schon inflatable, aber es hat eine richtige. Das ist richtig mit Stoff. Das ist ja mega. Ich wollte gerade fragen, falls ihr hier länger seid, ob ihr dann vielleicht noch hier drauf aufpasst. Oder lange nicht mehr. Wir sind. Ich weiß, eine Stunde noch. Genau, ja. Beste Kameraperspektive. Das ist
mein blauer, der Standard. Ich habe nicht die Kosten. Ja. Das Ding ist wirklich groß. Unglaublich. Die Tasche. Der ist nicht richtig eingerastet hier. Es war frei. Das war auf zwei. Und fest. So. Ja, besser ist das, ja, das. Ja, ich hatte das gesehen. So unglaublich war. Gut, mittlerweile hat diese Matratze da auch ihren Platz gefunden. Hier vorne. Achso, genau, die Sicherheitshinweise. Nicht drauf rumklettern und nicht mit Schuhen drauf. Und noch eine kurze Erklärung. So, kann ich nutzen. Ja, das dürfen die Besitzer auch machen. Ja, ich sag, ich könnte es ein bisschen so erlauben. Ja. Ja, der obligatorische Autoreifen, der im Hintergrund zu sehen ist, der gehört natürlich auch dazu. Der war ja bei der 2019 East auf meinen Fotos auch schon dabei, der Autoreifen. Alte. Vor allem mit diesem winzigen Controller. Oder Controller ist schon so groß wie der Gamecube. Also die Konsole selbst. Ein Radio, auf dem man Pong spielt. Ja, hier, Wolfenstein. Hier wird's richtig stilecht. So. Weißt du, dass du aus Arena ach was? Das ist nur gerade in Bildschirm. Ich weiß jetzt, ein Jahr hat noch keiner weitergespielt. Ja, gut. Aber echt cool. Terry Kill. Sogar die PlayStation 3 ist im Game Raum. Auch wenn sie ein bisschen wie moderner wirkt.
Pixelspielchen. Schlusspanel. Das müsste der erste Part sein. Das auch nochmal vom. Und das Highlight habe ich natürlich noch gar nicht gezeigt. Das ist gut spielen, du wirst beobachtet. Oha. Wenn ich jetzt alles bei dir. Ich schwenk gerade drauf und in dem Moment rauscht der Breitwein. Aber es passiert mir auch ständig beim Flipper. Ich habe noch nie Flipper gespielt, das ist aber, ja, aber es ist geil. Es ist geil, so richtig in echt. Wenn man das merkt, wie es so. Ja, die Flipper, die hauen richtig hoch und so. Ja. Das Geklacker, das. Das ist schon mal, ja. Schon cool. Das Gesicht war relativ gleich. Der Besser als der Kopf. Ja, das kann gut sein, ja. Zu mir. Es wurde schon der Stab ausgetauscht. Danke. Nicht, dass es am Ende heißt, so hier, der steckt sich sowas ein. Ja. So, das bunte Licht da vorne. Nein, es ist keine Disco, es ist der Pool. Aber das ist auch ein schöner Blick hier. Man sieht hier unten sind auch noch Plätze. Und dann dahinter einfach nur noch so Suhl bei Nacht. Das ist schon ziemlich cool. Also theoretisch soll es so Lagerfeuer oder so geben. Aber ich weiß nicht wo. Also wir schätzen, dass es irgendwie, ach guck mal, da hinten. Dass es irgendwo da draußen ist. Da drin ist gerade hier, da gibt es auch Musik und Licht und so. Und ja. Und auch Bände. Ja, stimmt, Inflatables waren nur bis zu einer gewissen Zeit erlaubt, aber ich glaube, ein Ball. Ach, guck mal, es ist doch kein so großer Ball. Oh, das ist ein Lagerfeuer-Song. Sing, nimm doch das Lagerfeuer-Lied. Das ist das Lagerfeuer. Sei froh, dass du es nicht kennst. Das ist süß, das musst du mir noch erzählen. Zeig ich dir nachher. Guck mal, dieser Ball da. Geh lieber auf die andere Seite, weil der Rauch kommt von da. Ja. Das haben wir ja auch mal. Das war
get a whole lot from the written door. All that you need now is in your soul. Ja, okay. Man merkt auch, dass der Nebermann ist, dass er zu dir gleich auch wieder zu kommen. Try. That's all right. All I want for you, my son, is to be satisfied. Ja, hatte ich überlegt, aber ich würde auch gerne so allein haben. Wo ich halt auch kaum jemanden hätte. All I want from you, my son, is to be satisfied. Be a simple man. Oh, won't you do this for me, son? If you can. You have a guitar. Play something. Thank you.
kann immer mal passieren, ja. Hier, bum bum und zutz. Ich bin jetzt offiziell Sponsor. Das haben die ja nett aufgebaut hier. So Gräben, wo man sich drin verstecken kann. Yeah.
Thank you.
Stunde, nee, nicht wirklich, es ist um die 22 Uhr. Man sieht, in der Lobby ist nicht mehr so viel los. Aber ist das nicht die Lobby, oder? Ja, okay, es ist die zweite Lobby. Also die Untergrundlobby, für die coolen Leute eigentlich. Ja, hier vorne ist, da wäre Fotoshoot, ist aber gerade zu. Ja, da ist die Suit Lounge, die ist natürlich immer offen. Da war noch Battles, sind da noch an den Kartons? Ja, genau. Ja, die Kartons leben tatsächlich noch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die werden eigentlich auch gerne mal kaputt gestampft und kaputt gerollt und so. Hier links wäre auch der Games Room, aber den sieht man jetzt gerade nicht, da stehen Leute davor. Ja, gut, ich glaube, der ist sowieso zu. Eigentlich macht der um 9 zu, aber eben stand die Tür noch offen. Also eine Runde flippern könnte man noch, wenn noch jemand da ist. Ja, und man hört ganz subtile, leise Musik. Die spielen noch ein bisschen Guitar Hero, beziehungsweise Clone Hero. Ich glaube, da können wir gleich noch ein kleines bisschen reingehen. Du hast mich!
Wir sind wieder startklar. Ich bin voll im Sonnenoutfit. Ja, genau. Wir beide sind im Sommeroutfit hier. Mit dem Avocado-Hut, ganz schick. Ja, genau. Es gibt nämlich jetzt eine Motorshow. Man kann hier nicht sehr viel sehen bisher. Ich zeig mal ein bisschen runter. Die sind nämlich rechts noch davon. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Dafür müssen wir erstmal runter. Ja, mittlerweile ist der Aufzug auch schon außer Betrieb. Aber zwei haben wir noch. Übers Auto speisen. Du schnell vorbei. Ich kann nie harder dann stoppen. Ich hab so ein bisschen. Ich kann remmen als ik zo. Ja. Stahlfelgen. So, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, das ist ein Motor. Siehst du wenigstens auch noch was im Motor? Ja, guck mal, da erkennt man. Das stimmt, das kenne ich auch. Verkauft einer den in dieser roten? Der ist auch klasse. Ja, der ist super. Den haben wir ja schon mal gesehen, ne? Ja. Auch schon beschrieben. Und selbst da ist dieser Zitronenöl. Ja, vorne, der geschrieben hat, dein Sticker auf meinem Auto ist und auch ein 3D-Zitronenöl-Sticker. Ja, gut. Keine Ahnung, wie die herkommen. Der Schraubenschlüssel ist mal gut, ne? 75er. So ein großer habe ich noch nicht benutzt. aber schon ziemlich groß. Ich habe einen von der gekriegt, der auf der Ja, das ist cool mit den Rändern. Das sieht man auf den ersten Blick gar nicht so, aber die ganzen Ränder sind markiert. Ja, das ist so, typisch so Borderlands. Das finde ich total cool. Ja, das ist mega dran. Schön weiterfilmen. Ich kann auch euch filmen, aber ich finde diese Farben sehen geil aus. Ja, und jetzt kann ich halt sagen, so, wenn mein Auto geklaut wird, kann ich sagen, ja, der Rote. Gibt nur einen Rote. Der Rote erwartet. Der Rote erwartet. Hast du mal den mit dem ja, genau, ja, der. Oh, die Bohnenoptik, das ist schick. Und da ist irgendwas? Wahrscheinlich Hähnchen süß-sauer oder? Sauer. Aber diese Cartoon-Optik macht mega was her. Keine Ahnung. Ich hab, wo ich losgefahren bin, Mittwoch war das. Ich fahr dann Auto, ja. Jägermeister. Sieht cool aus, ne? Das würde mir auch gefallen. Ja, das macht richtig. Vor allem auch das Logo ist einfarbig. Das ist hinten, also so zweifarbig, schwarz-weiß. Das ist bei dem, das hinten auch. Und dieser Spoiler hinten ist in Carbon-Optik. Das sieht auch richtig gut aus.
Kaffee halten, der ist echt geil. Super essen. Wenn der einen richtig geilen Kaffee hat, dann gibt's einfach. Das ist aber nicht irgendwie Nord. Das ist nur mal ein Schritt auf dem Kopf. Also ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also was? Die Deko. Achso, die Deko. Der Jurassic Park, ne? Das ist mega. Aber auch Nichtraucher, wie sich das gehört. Spiegel ist runtergekommen. Der liegt da nur noch drin. Der hat die Hitze wahrscheinlich nicht vertragen. Da unten ist auch noch. Der hat sogar das Jurassic Park Nummernschild unten. Unter dem echten Nummernschild. Oh Gott, diese Sitze. Da unten ist noch so ein... Und da hat so eine Miku vorne in der Zeit. Und Schlangenlederabdeckung. Optik. Oh ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt gerade ruhig geworden. Ja, genau, da habe ich auch gesagt, sowas braucht man auch noch. Das ist ein cooles Prop. Ja, ne? Die da hängt. Ja. Ich fand die ist voll süß hier zum Knopfbauen. Das ist auch mal eine interessante Farbe. Ja. Standesgemäßes Nummernschild, ja. Das ist, ich finde ihn einfach klasse. Ja. Der ist schon cool. Guck mal, noch ein. Online sind, weißt du? Ja. Die haben nur schon 8-mal vorher mit. Sitze sehen auch cool aus, rot-schwarz. Ganz viele Plushies. Und Stil echt der Wackeldackel und die Klorolle. Ja, das stimmt, ja. Schöne Grüße aus dem Osten. Siehst du, grün kann auch gut aussehen. Boah. Ja, das ist auch ein schönes Grün. Danke, Gold. Farbe ist nicht so schön, aber ich mag diese alten Golfs. Ja, ist ein Liebhaberauto. Wahrscheinlich, wenn du ein bisschen schrauben kannst, kannst du an dem alles selber machen. Ja. Ja, wäre noch cooler wäre, wenn er in so Babyblau wäre. Ja, der hat die obligatorischen 4,2 Liter Wischwasser. Ja. Hm. Steht sogar extra drauf. Der Zustand ist auch gut. Guck mal, wie gut das alles noch aussieht. Ja. Automatik. Ja, wie die Automatik noch aussah. Das Drittene. So gar nicht fancy, so einfach so diese Buchstaben. So. Ja, aber auch welche das sind. Also wie es beschrieben ist. Guck mal hinten diese. Ups. Ja, so. Die Box. Ja gut, ein bisschen was muss, ne? Oh Gott. Ja, Blaupunkt wie aus der Werbung, oder? Mit der Hutablage. Also oh, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist ja nicht nur Tribal. Ja, hier vorne, das gehört ja mit dazu.
Das hat. Aber den hier. Boah. Weiß ich nicht, aber er steht eigentlich weitestgehend voll. Nee, das lügt. Ja, das ist mal farbig. Sieht auch schön aus mit der Farbkombi. Ne? Ja. Ja, hier, guck mal. 20 PS, mehr braucht man nicht. Die Autos hatten halt immer noch Stil. Ne? Ja, das stimmt. Ja, super. Weil ich glaube, wenn du das heute bringen würdest, das kriegst du gar nicht mehr durch diese ganzen Sicherheitsstandards durch. Ja, gut. Das, das würde ich mich nicht trauen, da muss ich mich aber sowas anwickeln. Das ist bestimmt Pervori, der ist vorhin mit dem Ding aus dem Kondor geschossen. Ach, du das kennst? Klar. Ich habe ja so schon genug zu tun, da nicht irgendwie gegen zu latschen. Aber du brauchst genau drauf, du bist halt als Aktiver. Aber das ist ja auch gut. Ja. Und daneben ist noch einer. Na guck mal, man kann auch mit einem Suit filmen, wenn man Gimbal hat. Ja klar, klar. Wie es aussieht. Ja. Oh ja. Willst du dich noch daneben stellen? Was? Willst du noch daneben stellen? Was ist für hier? Okay, gut, mach die Sonntagabend oder wie das immer. Weil ich könnte den Sonntagabend. Ja, kann der. Und? Ja. Ja. Jetzt hatte nämlich ganz viele Fragen. Nein. Der ist viel zu sehr untergegangen. Ja. Achso, ist echt. Ja, auch diese diese Perlensitzbezüge. Den sich ganz schrecklich sitzt, aber. Sogar mit hier Anleitung, allem. Ja, alles da. Ja, alles da. Jawohl. When you say,
Man sieht nichts, ne? Komplett beklebt, ne? Von vorn bis hinten. Oh ja, ich hab das Limit too much. Ich weiß nicht. Ja, das ist schon ein bisschen viel. Dann lieber dieses Umrandete oder halt irgendwie so einmal durch die Zombie-Horde durchgefahren oder so. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch. Ja, schon ganz schön warm. Okay, da ist auch noch ein großer Kleber drauf, da müssen wir auch noch mal hin. Wenn wir schon hier bei so einer Autorunde sind. Aber ich glaube, den Hobbyraum schaffen wir dann nicht mehr. Ja, wir können höchstens kurz durchrennen. Ach, das ist doof. Wenn du dir Zeit nehmen willst, dann... Ach, das wäre doof. So. Schon warm in der Sonne, ne? Auch auf dem Rückweg. Oh, bitte sei da! Ja. Ich muss gleich bei der 3 raus. Achso, dann rutschen wir zuerst rein in der 6 hier. Das ist blöd, wenn ich mich in die Ecke stelle, muss dann gleich wieder als erster raus. Ja, das wäre nicht so günstig, das stimmt. Mein Kopf, ein Paper.
Gepäck verstaut, Auto voll, Hotelzimmer leer. Man sieht im Hintergrund auch so ein bisschen in die Landschaft. Ich habe sehr wenig zeigen können. Nächstes Mal, versprochen, dann können wir uns auch mal ein bisschen das Hotel hier anschauen. Also, ich bin kaputt. Ich muss jetzt nach Hause. Wir haben ja nur 4 Stunden Fahrt vor uns. Nur. Und dann, ja, und dann haben wir erstmal eine Woche Urlaub. Dann lassen wir nochmal einen Blick aufs Hotel schweifen und packen unsere Sachen und gehen.